Das ist doch keine Maske, das ist nur eine Mütze. Hallo und herzlich willkommen zu Geschwätzblitz. Mein Name ist Jan Gustafsson. Ich bin Schachexperte, wie es auf dieser Tasse steht. Und können Tassen lügen, fragen wir uns da. Ich habe heute früh Verstärkung mitgebracht. Meine Co-Moderatorin wollte von Anfang an in der Sendung sein. Nelly, kannst du gut sehen so? Ja. Ja? Okay, dann fangen wir an. Wir spielen wie immer gegen Chess24 Premium-Mitglieder. Schach fordert mich heraus. Mein Nutzername ist Jan. Ja. Ich möchte auf der anderen Seite sitzen. Auf welcher anderen Seite? Dieser. So, sitzt du da richtig? Mhm. Aber eigentlich sitze ich dann so. Aber dann ist das bequem? Ist der dann so rum. Okay. So. Du überlegst dir, wo du sitzt und ich spiele gegen Chess Istoffer. Mhm. Ist ein bisschen komischer Name, oder? Findest du nicht? Ja. Ja, finde ich auch. Soll ich Karo Kann spielen? Nee, du kannst doch nicht die ganze Zeit hin und her wackeln. Die Leute müssen dich doch sehen können. Das ist doch, warum wir das hier alles machen. Springer nach C3 von Chess Istoffer. Sehr gemeiner Zug. Plant hier gleich Komplikationen nach Bauer nach E6, Bauer nach G4 zu spielen. Ich muss gestehen, dass ich das hier seit den späten 90ern nicht mehr angeguckt habe. Aber damals war das okay für Schwarz. Das ist ja auch wichtig. Ne, Chessie? Was meinst du, Nelly? War einfach, finde ich, komisch. Du findest komisch, wie er spielt oder wie ich spiele? Nicht mal. Ich meine, wenn du so Quatsch redest. So Quatsch rede, aber ich rede auch immer viel Quatsch. Kann ich das nehmen? Ja, kannst du nehmen. Hier. So, laufe nach H7. Das kenne ich alles noch aus der alten Zeit. Papa, warum sieht man nicht die anderen Leute zum hier arbeiten? Das hier ist eine Show, die ich ganz alleine mache. Deswegen ist auch immer so langweilig, weil ich hier nur alleine sitze und die Leute voll Quatsch. Laurent ist nicht da. Also es ist im Prinzip gar keiner da, der die Show mit mir macht. Ist nicht so ein schlaues Format, wenn wir ehrlich sind. Aber warum redest du denn einfach nur so alleine? Das ist eine berechtigte Frage. Ich weiß es nicht. Da sind Leute, die gucken zu bei der Show. Manche sind auch im Chat und schreiben da so Quatsch rein. Aber im Prinzip macht es nicht viel Sinn, vor sich alleine hinzureden. Aber Papa, ich hoffe, dass Leute das hören können. Papa, das war die Süßigkeit, die du gegessen hast. Habe ich das gegessen hier? Was ist das? KitKat? Die andere. Das habe ich gegessen? Haribo? Ne, das hast du bestimmt gegessen, oder? Nee. Ne? So, er hat einen Bauern weggenommen hier. Aber ich glaube, dass ich trotzdem okay stehe. Ich werde ihn jetzt zu Läuferschlicht C6 springen. Zwingen und dann nach Springerschlicht C6 werden meine Figuren schnell sehr aktiv. Kann man hier reinsprechen? Nee, das hier ist das Mikrofon. Das funktioniert, das große. Da sprechen wir rein. Das hier ist nur Backup. So. Ich schlage hier wieder weg, Springer schlägt und jetzt kann ich vielleicht den Bauern hier hinten auf C2 schlagen oder mit dem Springer in der Mitte. Ich weiß noch nicht so genau. Magst du gerne Schach, Nelly? Ja. Ja? Kannst du selber auch spielen? Nee, nicht alleine. Nicht alleine? Leider. Leider nicht? Willst du es lernen? Vielleicht, wenn ich ganz groß bin. Meinst du? Ich glaube. Meinst du nicht, ist ein bisschen langweilig? Ich denke schon, ich würde dann so einen Langzopf bei mich machen. Du würdest bei dir einen Langzopf machen und dann Schach spielen? Denke ich. Ich weiß nicht so genau. Meinst du, ein langer Zopf hilft beim Schachspielen? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Ich glaube eher nicht. Aber eigentlich müssen die anderen Regeln im Sicherheit so machen. Wenn die so rumgucken, ich verstehe nicht so genau, sehen sie in den Rohr her.
Verstehst du, Papi? Nee, habe ich nicht verstanden. Aber ich habe. Soll ich den Läufer hier rausziehen? Was? Soll ich den Läufer hier rausziehen? Komm, machen wir einfach, oder? Mhm. Er kann hier zwar den Bauern schlagen, aber ich hoffe, dass ich ihn dann hier hinten ärgern kann. Ich weiß nicht. Darf ich das auch mal probieren? Ja, aber es funktioniert nur mit der Maus. Hier, wir machen zusammen. Wir schlagen hier und jetzt klicken. So, sehr gut. Oh nein, er hat den Bauern geschlagen. Jetzt ist Schach, da müssen wir schnell weggehen. Wo gehen wir hin? Dahin. Hier hin? Okay. Mhm. Und dann nach oben zu die Krone. Zu der Krone, ja, die wollen wir uns schnappen, die hier mit der Krone im Moment. Mhm. Aber ich befürchte, das dürfen wir nicht. Wir probieren. Vielleicht schnappen wir sie. Vielleicht kriegen wir sie, ich weiß nicht so genau. Wolltest du eben sie schnappen? Ich will sie immer noch schnappen. Aber sie zieht weg, siehst du? Der mit der Krone ist weggegangen. Dann schnappen wir erstmal hier. Jetzt greifen wir den an. Der hat auch eine Krone. Wenn er hier unseren schnappt, dann schnappen wir hier. Wir können bei Bedarf auch diese Dame mal schlagen. Oder aber das wäre eigentlich zu trivial. Mhm. Papa, ja. Kannst du die Bilder wegmachen? Welche Bilder? Die zum Grad da waren. Hier die Werbung. Recommended based on this game, Kaokan-Verteidigung. Okay, Kaokan-Verteidigung können wir auch schon, ne? Ich habe gehört, dass du Englisch geredet hast. Ja, ich habe nur hier das vorgelesen, was da steht. Willst du wieder hochgehen und nach der Lage gucken? Ich will nur zugucken. Ja, noch eine Partie. Ich will gucken, bis es wird zu Ende. Bis es zu Ende ist? Ne, es dauert zu lange. Ne, die Sendungen gehen immer so lange. Aber wir spielen noch eine zusammen gegen Karthik Bala. Was soll ich machen? Springer raus? Nee, in 4 Stunden. Und wenn es 5 Stunden ist, dann nicht mehr. Aber wenn es 4 Stunden ist, noch ein bisschen weiter, kommt es aber. Dann gleich wird es 5 Stunden. Aber dann gehe ich weg, okay? Meinst du, 4 Stunden kannst du noch machen? Aber es ist doch schon 18 Uhr. So 19 Uhr musst du doch ins Bett. Verstehst du das? Ja. Ja, dann kannst du nur noch 1 Stunde machen, glaube ich. Oder 5. Oder doch 5 Stunden? Mhm. Das war eine gute Idee, oder? Ich glaube, das hier von mir war eine gute Idee. Da mal nach B3 den Bauern angreifen und den Bauern angreifen. Und ich glaube, einen von den Bauern kann ich mir jetzt schnappen. Okay. Ich weiß nicht, wie er die alle retten will. Ich möchte den schwarzen zum an untersten ist. Den hier? Der zum da ist. Den hier in der Mitte? Ja. Okay, wir versuchen. Ja, versuchen wir. Ah, ich traue mich noch nicht so richtig. Ich könnte schlagen und dann schlägt er hier. Da ich hier schlage, kann er hier in der Mitte schlagen. Da habe ich ein bisschen Angst. Soll ich trotzdem? Ja, trotzdem. Schlag. Okay. Du musst schlagen. Was? Okay. Papa, ich sehe da, was wir gemacht haben. Ja, wir sind hier überall zu sehen. So, soll ich den Bauern schlagen? Soll ich mich trauen? Ja, du sollst dich trauen. Okay. Schaff! Mach, mach! Du musst machen. Ich hab schon gemacht. Jetzt muss er machen. Ja, er ist mit dem Turm dahin. Was soll ich jetzt machen? Bauern vor? Mhm. Okay. Die Krone müssen wir uns schnappen. Wir versuchen uns wieder die Krone zu schnappen, aber im Moment kommen wir da noch nicht ran. Ja, aber gleich schnappen wir die schwarze Krone. Okay, gleich versuchen wir. Wir schnappen die. Hier muss ich einmal überlegen, nicht, dass wir hier nach Springer A5 Ärger kriegen. Aber das riskieren wir mal. Dame A4 Schach, B5 schlägt. Ah, heiße Kirsche, so sagt man im Schach. Aber darf ich da reinsprechen? Ja. Ich traue mich nicht. Kannst du ruhig machen. Aber ich trau mich nicht. So, jetzt muss ich schon mal überlegen. Ne? Hier schlag, schlägt da, ich schlag da. Oh, es ist so kompliziert. Ja. Wir
geschlagen. Das ist eine Katastrophe, oder? Nee, ich glaube, es ist noch keine Katastrophe. Ich glaube, es geht alles noch. Ich kann hier den Sprenger wegfangen. Papa, ey, du hast so gehalten, aber es wurde dann nass. Was wurde nass? Hier. Dein T-Shirt ist nass geworden? Mhm. Woran liegt das? Hier. Oh, ich hatte keine nassen Hände, ich weiß es nicht. Ist vielleicht kalt geworden durch das hier? Ja. Könnte sein, ne? Könnte. So, er schlägt uns hier, aber wir können auch hier rausschlagen, oder? Wir probieren. Jetzt habe ich ihm nicht was gemacht, aber du fühlst das nicht, oder? Nee, es fühlt sich nicht kalt an. Darf ich da reinsprechen? Ja. Hallo! Ich glaube, die Leute können dich hören. So, ich schlag den Bauern, okay? Ja. Ja. Du schaffst es. Sehr gut. Eigentlich musst du an den Größen dich ein bisschen konzentrieren. Nee, das ist das Gute am Geschwätzblitz. Ich muss mich nicht konzentrieren. Ich muss nur Blödsinn reden die ganze Zeit. Papa, ey, schon wieder. Was du das? Darf ich mal da Hallo sagen? Ja. Hallo. Sehr gut. Oh, Vorsicht, heißer Kaffee. Ich habe schon eben mal da angefasst und dann habe ich mich nicht gebrannt. Hast du nicht verbrannt? Nein. Ach, Glück. Es ist so heiß. Oh, ich habe nur noch 44 Sekunden, Nelly. Da müssen wir uns ganz doll beeilen jetzt. Warum? Weil wenn ich keine Zeit mehr habe, dann habe ich verloren. Ganz traurig. Warum? Weil ich nicht so gerne verliere. Du auch nicht, oder? Ja, ich verliere dann auch. Ja, wenn ich verliere, hast du auch verloren, meinst du? Mhm. Und wenn du gewonnen hast, sonst gewinne ich auch. Ja. Stimmt. Aber ich hoffe, wir werden gleich gewinnen. Hoffst du auch? Ich versuche das. Aber es wird nicht leicht. Es wird nicht leicht. Karthik Baller hier wehrt sich ganz schön doll. Ich habe das runtergeschmissen, weil das war blöd. Ich habe es gehört. Sei vorsichtig mit dem Kaffee hier. Mhm. Darf ich hier überall ein bisschen so blau und grün malen? Ja? Oh, Turm H1. Damit konnte ich nicht rechnen, Nelly. Das war ein bisschen gemein. Mhm. Hast die anderen Jungs das nicht dir außergemacht? Das war ganz gemein von den Jungs, oder? Echt ganz schön gemein von dem Junge oder dem Mädchen, wissen wir nicht genau. Aber ich versuche ihn noch auszutricksen. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Ja. Ich auch glaube es. Meinst du auch? Ich glaube, wir haben jetzt gewonnen. Ich habe auch den Eindruck. Glaubst du auch? Ja, ich bin recht optimistisch. Das soll ich nicht machen. Aber vielleicht später gewinnen wir. Ja, jetzt haben wir gewonnen. Er hat keine Zeit mehr. Wir haben gewonnen. Yippie! So. Hey. Willst du hochgehen? Nein. Aber ich muss noch weiterspielen. Aber ich gucke noch ein bisschen noch zu. Okay, letzte Partie. Mhm. Wir müssen ja auch mit den Leuten reden, ey. Das gehört zum Job mit dazu. Aber ich darf nur zugucken, weil ich spreche im Augenblick nicht so gut mit wie. Soll ich dir vorlesen, was sie sagen? Ja. Ja. No Gambit Joe sagt, die Kleine muss künftig immer mitspielen. Aber du hast doch nicht immer Zeit. Papa, ich brauche einen Stock. Kapalysator sagt, sie kann ja den Chat übernehmen. Ich brauche ein Stück Holz und noch ein Stück. Ein paar Haare. Ein paar Haare? Nur ist ein Pinsel, der da aus irgendwelchen Gründen lag, auseinandergenommen. Ich weiß nicht genau, warum hier ein Pinsel lag, wenn ich ganz ehrlich bin. Willst du einmal zeigen? Ich weiß nicht, was er hier macht. Haben wir hier was angemalt? Nicht so klar. Das war ich. Hast du den mitgebracht oder lag er hier schon? Ich war das alleine. Warst du so alleine? Ach so. Ich spiele das schottische Vier-Springer-Spiel. Was hältst du davon? Ist ein bisschen langweilig, aber sehr solide. Aber ich finde es nicht bei deiner Arbeit langweilig. Ne, du findest das spannend, auch weil ich das schottische Vier-Springer-Spiel spiele. Und ich finde es
auch ganz schön, wenn ich bei der Arbeit bleibe. Ja. Dann ist schön. Ganz schön. Ich finde es manchmal ein bisschen langweilig hier alleine im Keller. Du nicht? Nein, ich finde es nicht. Aber wir sind zum Glück, heute bin ich ein bisschen lange bei dich hier unten. Ja, heute hast du endlich mal Zeit für einen längeren Gastauftritt, ne? Nee, ich habe ganz viel Zeit, hab ich. Das ist gut. Und deshalb kann ich noch ein bisschen, aber wenn es 4 Stunden ist, sonst gehe ich weg, okay? Okay, also jetzt haben wir schon so eine Viertelstunde. Dann noch ein bisschen mehr als 3 Stunden. Papa, ich möchte nicht dazu den Handschuh anziehen, weil ich finde gruselig, dass du mich den so greifst. Nicht den Handschuh anziehen? Handschuh anziehen? Das ist gruselig. Okay, soll ich ihn wegschmeißen? Oder auch hinter den Greenscreen? Auch dahinter. Soll ich versuchen, hier rüber zu schmeißen? Mhm. Geschafft! Yippie! Yippie. Du bist mein bester, allerbester Papa in der Welt. So sieht das mal aus. So haben wir das einstudiert. Ey, das zum Handschuh da hinten hinschmeißen muss nicht mehr sein. Brauchst du gar nicht relativieren. Das war schon gut. Ich rede nur Quatsch, ey. Papa, darf ich noch ein bisschen da reinsprechen, was so man machen kann? Ja, solange du mich lobst, kannst du da ganz dicht reinsprechen. Okay, aber nicht so laut, weil sonst tun es weh in die Ohren. Ja, das wollen wir nicht. Ja, weil sonst werden wir vielleicht sicher Aua auch darin drin machen, sonst müssen wir ins Krankenhaus. Meinst du, so schlimm wäre das, wenn wir da Leute ansprechen? Das glaube ich nicht. Hallo! Spricht ihr mit mir? Die schreiben hier. Die schreiben, Jin sagt, oh Gott, ich glaube, ich will doch irgendwann Kinder. Siehst du, wir haben Jins ganzes Leben geändert hier durch deinen Auftritt. Yippie! Wir sind einfach die besten, allerbeste Familie in der Welt. Wir sind die Guten zum hier arbeiten. Die anderen haben verloren. Das stimmt bisher. Stimmt's, Papa? Bisher stimmt es. Aber wir haben vorhin verloren. Bisher waren wir noch nicht verloren, aber wir waren einmal nah dran. Einmal war es sehr gefährlich. Und jetzt hier wieder, weil Parsa 1991 spielt sehr, sehr. Hast du das hingekriegt, so die andere weiße Krone zu schnappen? Nee, ich versuche hier diese Krone zu schnappen, aber bisher gibt er sie mir nicht. Hast du etwa 2 Kronen? Nee, ich habe eine, aber er hat auch eine, oder sie? Warum? Der weiße ist sie, aber der andere schwarze ist ein Junge. Nee, ich bin weiß, ich bin ein Junge. Aber du bist ein Mädchen, also sind wir zusammen, er und sie. Und schwarz wissen wir nicht genau, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist. Machen wir uns nichts vor, 96% Jungen hier. Ich glaube, ein Mädchen. Meinst du ein Mädchen? Ich spreche mal da rein. Sprich mal rein. Weil sonst wisst die Kamera, was ich so muss sprechen. Weißt du? Ich verstehe. Hallo, ihr könnt doch alles machen, was ihr wollt. Genau. Sicher, wenn ihr möchtet. Sprecht doch mit mir. Das ist doch keine Chance. Ich befürchte fast, er hat eine Chance hier. Der spielt gut, oder die? Ich hatte ihn gefragt, was ihr so wollt machen, wenn ihr so sitzt und macht bla 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 bla. Viel mehr machen wir hier eigentlich nicht. Darf ich noch ein bisschen weiterreden? Okay. Aber ich spreche nur Quatsch. Ja, ich auch. Das mache ich seit Jahren. Soll ich sagen, was ich überrede? Worüber redest du? Ich rede über Quatschmachers. Bist du selber ein Quatschmacher? Ich rede darüber, was ich mache, wenn ich Quatsch mache. Was machst du, wenn du Quatsch machst? Du musst gut zuhören, was ich sage. Okay. Hallo, wir müssen auch ein bisschen langsam schon später aufräumen. Sicher. Ich bin nicht so gut im Aufräumen. Aber
Wir können ruhig aufräumen, wenn ihr das Pfad eine gute Idee findet. Sonst machen wir es, wenn ihr es wollt. Ich will nicht aufräumen. Nicht, dass die Leute sagen, wir sollen aufräumen. Kannst du gut aufräumen? Ja. Ja? Ich habe gesprochen über, was wir so machen sollen morgen. Und was sollen wir morgen machen? Ich weiß nicht so genau. Ich spreche mal weiter, okay? Okay. Das werde ich keine Chance machen. Aber ihr könnt ruhig weiterarbeiten. Papi, du kannst nicht lachen, weil sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Ach so, das stimmt. Dann höre ich auf zu lachen und konzentriere mich auch. Parser 91, ihr seht es. Ich konzentriere mich da nicht. Du konzentrierst dich nicht? Soll ich mich konzentrieren oder wir beide nicht? Du sollst dich konzentrieren, aber ich konzentriere mich nicht, wenn du redest und so lachst. Weißt du? Okay, also du kannst dich nicht konzentrieren, weil ich so blöd lache, meinst du? Sonst machst ich kann nur besser reden, wenn du nicht das machst. Aber ich kann es besser machen, wenn du dich mit der Schach konzentrieren, dann kann ich das okay, machen. Ich konzentriere mich aufs Schach und ja. Du konzentrierst dich aufs Reden, okay? Mhm. Das wird keine Chance machen. Aber wenn ihr wollt, sonst ist keine Chance wieder machen. Wie eben hat mein Vater das gepext und er hat nicht gewonnen, aber wir haben dann gewonnen. Manchmal wird es so, wenn ihr wollt, so in Sicherheit. Aber sprecht doch nicht so laut und sei nett. Im Prinzip aber kann ich dir nichts mehr beibringen. Aber bald sage ich tschüss, wegen ich habe sonst keine Zeit mehr. Was musst du machen? Ich muss dann ins Bett. Ja. Das würde sicher einen großen, riesen Spaß machen. Ins Bett zu gehen? Aber ich gehe bald ins Bett, aber habe keine Chance. Ich bin noch da. Bist du noch da? Aber ich drehe langsam schon, weil sonst sehen alle das. Aber im Fernrohr ist es einfach so langweilig. Vorsichtig. Und sonst es ist ein bisschen langweilig. Und ne? Dann sprecht sie. Ich gebe es zu. Aber Vorsicht mit dem Kopf. Sprech doch nicht mit den Kürbis, aber ich spreche trotzdem mit den Kürbis, das ist nur Quatsch. Oh, Papa, ich habe mich schon wieder nicht konzentriert. Ne, das hat man ein bisschen gemerkt. Ich glaube, du hast auch ein bisschen Quatsch geredet, oder? Ne, ich habe das nicht. Ne? Du hast gelacht. Ich habe nur gelacht, weil ich hier den Bauern von Parser endlich schlagen konnte. Ich habe mich so gefreut. Das hier nennt man das Reißverschlussprinzip. Kennst du das? Man zieht die Bauern immer so. Nein, kenne ich den, nicht. Dann den Turm, dann wieder aber den Bauern. Aber kann ich das runterschmeißen? Kannst du runterschmeißen. Wir räumen nachher auf, ne? Haben wir abgesprochen. Darf ich die Süßigkeit nehmen? Ja. Willst du jetzt hochgehen? Ich glaube, es ist Schlafenszeit schon so langsam. Aber ich habe trotzdem noch Zeit. Du hast immer noch Zeit? Mhm. Aber ich bin nicht fertig zu reden. Bist du noch nicht fertig? Was hast du noch zu erzählen? Ich muss doch reden, was man mit Kürbis machen kann und Halloween. Hattest du einen gruseligen Kürbis zu Halloween? Ich muss zuerst dann sprechen, was wir machen dann. Okay, aber dieses Halloween konnte man ja nicht so weit weggehen wegen Corona, ne? Konntest du nicht zu den ganzen Leuten? Ich muss noch sprechen über, was man spielen will. Ja, was sollen wir diesmal spielen? Sollen wir wieder Bauer in die Mitte spielen? Gegen Faro-Chess. Die Faros mögen wir nicht, Nelly. Also die Faroer Inseln mögen wir schon, aber die Faros aus dem Sommerhaus warum sind keine Fans. Papa, warum mögen wir das nicht? Die waren immer so gemein zu Eva. Warum denn? Ich weiß nicht genau, das wusste keiner so genau, weil eigentlich hat Eva denen nichts getan, aber trotzdem waren sie immer alle so gemein irgendwie. Du konzentrierst dich mit dem leider ist Kaffee bei mich bekommen, aber ich mach das. Hast du gekleckert? Nein, nichts passiert. Ja, ich habe nur da rein so gedippt.
Aber nicht so viel war das. Ist so schlimm, ne? Ist nicht schlimm. Ich kann einfach nur da ruhig blubbern auf den Tisch. Dazu ist einmal. Kaffee ja auch ein bisschen da, dass er auf dem Tisch blubbert. Ich muss jetzt weiter sprechen. Und du musst warten, bis ich fertig bin. Aber wenn ich fertig war, und sonst bist du dran, okay? Okay. Hallo, das ist doch eine schöne Chance. Papa ist schon wieder, könnte ich mich nicht konzentrieren. Schon wieder. Wie kannst du dich konzentrieren? Was ist denn da los? Sind das die sozialen Medien? Du lachst. Nur. Ach, das Lachen die ganze Zeit, ne? Ja. Deshalb sage ich dir das die ganze Zeit. Papa, ich habe einen langen Zopf hier. Ja, ich habe meine Elsa lange Strähne in mein Haar reingemacht. Magst du lieber Elsa oder lieber Anna? Elsa. Ja, ich mag lieber Anna. Ich mag beides. Ich mag alle Prinzessinnen. Welchen Film haben wir neulich geguckt? Weißt du das noch? Weißt du, was man das nennt? Prinzessinnen, die einlegendarinen. Die was? Die ranieren. Was sind denn ranieren? Das nennt man Ladies. Ladies? Ich weiß nicht genau, wovon du redest. Ich rede jetzt mal mit den anderen, okay? Okay. Sag ich mal, was los ist. So, da ist das Mikro bei dir. Hallo, das würde doch sicher sein, wenn ihr so redet. Die ganze Zeit. Noch weiter? Ja, ich muss noch mehr. Ich glaube, ich gewinne gegen Faro Chess. So, ich höre Schach. Der König muss weg. Kann ich mit dem Springer hier Schach geben? Ich glaube, es sieht sehr gut aus. Oder hier Schach. Nur ein klein, aber das ist der größere. Das ist der richtige, oder? Welcher? Der große. Ja, wir wollen hier immer noch die mit der Krone kriegen. Ich weiß nicht, ob wir sofort schaffen. Ich glaube, irgendwann schaffen wir bestimmt. Bestimmt schaffen wir mit der Krone. Aber bald sind wir fertig mit der schwarzen Krone. Wollen wir uns einfach noch so eine mit Krone holen? Ja. Ja, das machen wir. Ja, das ist eine gute Idee. Oh nein, er gibt auf oder sie, bevor wir uns noch eine Krone holen durften. Menno. Oh, Menno. Dann probieren wir mit einer schwarzen. Sicher, das geht. Wollen wir nochmal probieren? Ja, mit der schwarzen. Okay. Hast du der weißen probiert? Hast du der weißen probiert? Ich weiß immer nicht, welche Farbe ich habe. Ich glaube, das ist immer zufällig hier. Boah. Aber ich weiß auch nicht. Du weißt auch nicht, ne? Nein. Kannst du auch nicht wissen. Wir spielen. Papa, warum hast du. Samicella. Warum hast du das auf eine Seite gemacht, die beiden? Welche beiden? Die beiden Farben. Ich weiß nicht, wie du meinst. Ich meine die Farben. Welche Farben? Soll ich die Farben einmal ändern? Als weiß ist oben und ein schwarz ist so besser? Ja, viel besser. Viel besser, findest du? Ich kann oder sie nicht ganz so gut erkennen. Ich bin nicht sicher. Findest du auch viel besser? Ich weiß nicht. Von vorher glaube ich besser. Ich mache meistens so. Wenn ich bei einer Arbeit bin, eigentlich brauche ich Maske. Das stimmt. Eigentlich müssen wir bei der Arbeit Maske tragen. Ne? Willst du aufsetzen? Ja. Ah, das ist meine Maske. Die ist gleich ein bisschen zu groß für dich. Ja, aber ich kann trotzdem so machen. Ja, das stimmt. Kannst du über die Ohren hängen. Ich hatte recht, oder? Du hast meistens recht. Ja, eigentlich müssen wir bei der Arbeit Masken tragen. Instagram sagt, warum mal wieder vorher abgebrochen? Das ist ja was Neues. Papa, kannst du mich das von hinten zu so machen? Verkreuzen, bitte. Ich verkreuze. Ja, die Maske ist so groß, dass sie hier nicht wirklich aber so zuhört. Geht es besser, oder? Ich weiß nicht. Ich kann versuchen, hier zu verknoten. Aber dann kannst du ein bisschen in die Haare kriegen. Ich glaube, das funktioniert auch nicht so gut.
Zeigst du es? Verknote dir ein bisschen, ne? So, so gut? Viel besser. Sehr gut. Deshalb habe ich ja auch eine Maske drauf. Eine ganz schön große Maske hast du, ne? Ich kann so machen. Mhm. Sonst könnt ihr meinen Mund sehen. Ist nicht schön, oder? Doch, dein Mund ist sehr schön. Nee, so meinte ich. So ist es gar nicht schön. Ne? Und so ist es schönerer. Das meinte ich. Ach so, jetzt verstehe ich. Patrick Moos fragt, ob du schon lesen kannst. Du kannst ein bisschen lesen, oder? Welche Buchstaben kannst du? Ich kann alles lesen. Und ich weiß nicht mehr, was ich noch lesen kann. Nelly kannst du lesen, ne? Und Mina. Mina kannst du auch lesen? Und schreiben. Aha. Hier, was steht da? Ich weiß nicht. Da. Wo? Hier, was ich geschrieben habe. Die Farben da. Meinst du diese Farben? Oh, ich habe gar keine Zeit mehr. Der hat so schnell gespielt, Samicella. Oh nein. Ganz doll beeilen jetzt. Ja. Aber du bist noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig, aber ich muss mich jetzt sehr, sehr beeilen. Mich auch. Ich auch. Aber dann brauchst du schnell eine Maske. Brauch ich eine Maske? Vielleicht kann ich dir eine Pharen-Maske geben. Was für eine Maske? Eine Pharen. Ich weiß nicht, was eine Pharen-Maske ist. Das hier ist so eine Pharen-Maske, aber du kannst das so tun. Das sieht aus wie Taschentücher, was du das? Ja, das sind aber Pharen-Masken, aber sind Taschentücher-Masken. Ach so. Komm mal gleich. Komm mal her. Ui. Entschuldigung, Papa. Nichts passiert, nur das Mikro angefallen. Ich habe einen Bauern geschlagen. Das war so schlau von mir. Papa, kann ich bitte jetzt dich die Maske aufsetzen? Okay. Aber gut festhalten. Ich habe doch keine Hand frei. Warum? Weil ich hier Schach spielen muss. Und warum hast du die andere Hand nicht frei? Weil ich dich damit festhalten muss. Oh. Verstehst du? Ja, du kannst auch einfach unten lassen. Ich habe eine gute Idee. Was ist eine gute Idee? Ich kann doch so machen. Okay. Und dann so. Und so. Noch ein bisschen nach oben. Aber du kannst doch einfach so die Maske machen. Aber da bringt sie doch gar nichts, wenn ich sie hier reingestopft kriege. Du kannst doch einmal dich so schick machen. Ich weiß nicht, ob das so viel schicker ist, so. Sieht ein bisschen aus wie eine Fliege, ne? Weißt du, was eine Fliege ist? Ja. Ja, weißt du? Ja, ich hab schon mal eine Fliege gesehen. Ja, aber ich meine nicht die Fliegen, die so rumsummen, sondern es ist so wie eine Art Krawatte, das nennt man Fliege. Weißt du, wie die Wespen sagen? Oder? Stimmt? Das stimmt, glaube ich, ja. So sieht es sehr schick aus, finde ich. Aber wenn ich so mache, dann kommt es einfach nur die Richtung. Was kommt in die Richtung? Mein Kopf. Ach, guckst du dir das Bild von dir selber an? So. Ja. Wipp, wapp, wipp. Wir spielen gegen Red Pack 66. Die anderen haben verloren, oder? Bisher haben wir alles gewonnen, weil wir so schlau spielen. Und sind die guter als die anderen? Wir sind so viel besser als die anderen. Das ist ja das Schöne am Geschwätzblitz. Deshalb müssen wir uns meistens nicht so konzentrieren. Das finde ich am schönsten. Was findest du am schönsten? Gewinnen? Oder Quatsch reden? Ich finde Quatsch reden fast noch schöner als gewinnen. Ich spreche mal weiter. Okay. Weil ich habe noch nicht gesprochen. Hallo!
willst ja sicher in der Arbeitswelt sein. Ich habe schon wieder mich... Ich habe schon wieder gelacht, Entschuldigung. Ich mache es immer falsch. Manometer. Du musst dich auch konzentrieren. Nicht so toll gegen Red Pack. Liebe Grüße. Papa, warum hast du so gewinkt? Weil ich was Gemeines gesagt habe. Was denn? Ich habe gesagt, ich muss mich nicht so doll konzentrieren. War das gemein? Ein bisschen, nicht so gemein. Vorsicht, ich trinke Kaffee, der ist immer noch ein bisschen heiß. Ja, mach ich. Ich fass mal an. Soll ich passen? Das war nicht so heiß. Nö, nee, geht, ne? Hallo! Das ist irgendwas schon zum Besprechen. Ich spreche mal. Das ist viel besserer. Besser. Besser. Hallo! Ich habe einen Springer weggenommen von Red Pack. Warum? Damit er keine Springer mehr hat. Oder nur noch einen. Ich sag mal ruhig Hallo, okay? Okay. Schach. Ich sag ruhig Schach. Darf ich auch Schach sagen? Du darfst auch Schach sagen. Im Moment haben wir ihn gerade nicht Schach gesetzt, aber wir können gleich... Schach! Ja. Papa, wozu ist dieser Knopf? Welcher? Dieser. Der weiß ich gar nicht. Ist der zum Ein- und Ausschalten? Ich glaube, der ist zum Ein- und Ausschalten. Aber das ist ein Mikrofon. Das haben wir gerade gar nicht an. Aber jetzt ist es an. Hallo! Das ist irgendwas zum Besprechen. Aber hören am meisten. Das kann man so machen. Stimmt. Nee, das ist nicht zum Hören, das ist nur zum Reinsprechen. Das hat keine Lautsprecher. Hallo. Genau. Hallo. Genau. Hallo. Die Leute hören dich. Hallo. Brauchst nicht so zu schreien, die können dich auch so hören. Sonst beschweren sie sich wieder über den Ton. Der Ton war ein paar Jahre lang zu leise, aber seit ich jetzt entdeckt habe, wie man ihn justiert, ist er manchmal ein bisschen zu laut. Soll ich matt setzen? Möchtest du Schachmatt sagen? Ja. Oh, er gibt auf, er lässt uns nicht Schachmatt setzen. Menno. Oh, Menno. Das war ein bisschen gemein. Ja, von die bösen M-Mädchen und Jungs. Nein, das dürfen wir nicht sagen. Das sind ja alles zahlende Kunden. Ne? Die sind alle ganz nett. Warum habe ich böse gesagt? Dachtest du vielleicht, ne, weil er gegen mich gewinnen wollte. Aber er hat verloren und dann mögen wir die immer ganz gerne. Hallo! So. Jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren und ein bisschen gratulieren, oder? Wem müssen wir gratulieren? Den anderen Leuten. Nee, wir wollen niemanden gratulieren. Wir wollen gegen alle gewinnen. Warum? Weil verlieren macht nicht so viel Spaß und dann gratulieren müssen. Auch wenn das richtig ist. Wenn man verloren hat, dann gratuliert man. Aber die anderen haben verloren. Deshalb müssen wir jetzt gratulieren. Nee, wenn man selber gewinnt, muss man nicht gratulieren. Wenn man verliert, dann gratuliert man den anderen, wenn die gewonnen haben. Haben wir eben schon gratuliert? Ne, bisher haben wir noch niemand gratuliert. Darf ich mal hier rein sprechen? Darf ich meine Maske einmal abnehmen? Ja. Ich glaube, du hast eine ordentliche Maske. Ich habe sie extra angezogen, weil sie lag da. Ich habe sie extra genommen. Ganz ja. Extra. War es Absicht? Willst du losgehen? Ich wollte nur das hier nehmen. Ach, du, nicht du wolltest mein Portemonnaie nehmen? Hat keiner das klaut. Ach so. Aber ich glaube, es lag da schon relativ sicher. Aber ich hoffe, dass jemand das klaut. Du hoffst, dass es jemand klaut? Nee, das darf keiner klauen. Da sind meine ganzen wichtigen Karten drin. Gehst du los? Der wird eigentlich auch
Da holst du ja einen eigenen Stuhl. Ja, da ist doch ein Stuhl. Da ist ein Stuhl, da sind nur viele Klamotten drauf. Ja, aber ist. Wollen wir die runterschmeißen? Ein bisschen lustig, nicht so lustig, so mittellustig, würde ich sagen. Ich hab den Leben sind. Ja, komm. Guck mal. Ui, ui, ui. Hindernisse. Was war das für mich drauf? War, glaube ich, nur eine Flasche. Ja. Die sprudelt wie ohne was. Eine Flasche. Eine Flasche stilles Wasser. So, sitzt du so bequem? Ich sitze nicht bequem, aber so sitze ich viel besser. So sieht das ziemlich bequem aus. Ich glaube, du hast sogar mehr Platz als ich. Ja, wir beide haben mehr Platz als die anderen. Ja, ungefähr gleich. Nore spielt gut bisher, hat ein bisschen Raum sich gesichert, aber wir haben trotzdem alles im Griff. Papa, kannst du bitte, kann ich das zu mir drehen? Nee, das kann leicht umfallen, wenn man zu sehr dran dreht. Muss ein bisschen vorsichtig sein. Und ein bisschen vorsichtig mit dem Stuhl, seid ihr ein bisschen ranschieben hier? Ja. Wow. LLG-Son fragt, liest Jan eigentlich auch den Twitch-Chat? Und The Real Zeldur sagt, nur wenn ich was schreibe. So sieht das aus. Kann ich lese eigentlich meistens nur Beschwerden, dass ich den Twitch-Chat Aber lass mich jetzt, okay? Okay, jetzt du. Du kannst hier reinsprechen, wenn du möchtest. Okay, aber das ist ausgeschaltet. Dann hast nur noch du ein Mikro. Okay, dann mache ich wieder an. Okay. Jetzt ist wieder an. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Show. Die Leute wollen wissen, wie alt du bist. Wie alt bist du? Wir hören einfach nicht. Du willst nicht hören, fragen, wie alt du bist? Findest du dich unhöflich? Oder willst du sagen? Ich will hören, wie die anderen Jahre alt sind. Ja, sagt ihr erstmal, wie alt ihr seid, bevor ihr hier solche Fragen stellt. Wir hören es einfach nicht, oder? Wir hören Fragen nach dem Alter, hören wir einfach nicht. Da reden, das war einfach nur von vorne. Hier, die Leute sagen alle, wie alt sie sind. 35, 26, 20, 24, 33, 36, 28, 23, 24, 26. Alles werberelevante Zielgruppe, Nelly. Oh, das ist ja eine Katastrophe. Nein, das ist sehr gut. Ja, 19, 33, 30, 32, 25, 28, 25, 28, 26, 27, 28, 26. Ich muss mal da reinsprechen, weil sonst kann ich mich besser, 48, besser hinsetzen. 42, ja. Hallo, wie geht's mit euch? Mama, ihr will ich aus der Haare an. Das war norwegisch. Das heißt so viel wie, ich will noch nicht weggehen. Ich will lieber ein bisschen Geld essen. Nein. So, willst du los? Nicht das Geld im Mund, das ist ein bisschen bärnelig. Wir haben noch außerdem Corona-Zeiten. Ich will aber hier trotzdem noch sein. Aber es ist schon ganz spät, es ist Bettzeit. Ich glaube, Mama sagt, du musst jetzt ins Bett. Wenn er will, halt, warte. Ja, halt, gut, Tiet. Ja, halt, ja. Ich hab zu Mama gesagt, ich hab noch viel Zeit. Okay, du hast schon wieder dich durchgesetzt, ne? Keiner schafft es, dich ins Bett zu bringen. Vielleicht bleibst du wirklich 4 Stunden. Sollen wir einen Bauern schlagen, was meinst du? Oder die Krone. Die Krone kriegen wir schon wieder nicht. Ich versuche immer, die Krone zu schnappen, aber es ist nicht so leicht. Juhu, du hast es geschafft. Ich habe den Bauern geschafft. Oh nein, das Mikrofon ist runtergefallen. Oh, nein, sonst wird es... Nicht wieder, hoffentlich. Meine Tochter hat vollkommen zu Recht als letzte Amtshandlung einmal den großen, blinkenden Knopf am Computer gedrückt, der sich daraufhin kurz verabschiedet hat. Aber wir machen trotzdem, auch wenn die Show, machen wir uns nichts vor. Es wird nicht mehr spannend jetzt für die zweite Hälfte. Gerade 90% ihres Unterhaltungswert mit dem ins Bett gehen, dem Starten der Toni-Box verloren hat, müssen wir ja trotzdem weitermachen. Es nützt ja alles nichts. Also geht es weiter mit der wunderbaren Geschwätzblitz-Sendung hier
und einer weiteren Schachpartie. Warum nicht gegen EGG 312? Kann ich das bringen? Ah, kann ich bringen, glaube ich, oder? Mhm. Bauer nach D4. Pferdchen raus. Und dann sehen wir weiter. Die königsindische Verteidigung. Eine der allerbesten Verteidigungen überhaupt, wenn man nichts dagegen hat, ein bisschen Territorium im Zentrum aufzugeben. Damit nach C2. Und was machen wir nun? Bauer in die Mitte? Wahrscheinlich Bauer in die Mitte, ne? Dann sehen wir weiter. Jetzt wird es eine Art Grünfeld-Indisch. Sollte eine akzeptable Version für mich sein. Dame auf C2. Steht nicht so doll, aber natürlich kann hier noch alles passieren. Wo muss ich mich denn hier positionieren? Jetzt ohne meine Kumulatoren weiß ich nicht mehr genau, wie ich mich hier ins Bild bringe. Bauer nach E3, Bauer nach C5. Den Läufer nach E2. Pferdchen raus, irgendwann kommt hier dieser Läufer vielleicht auch mal mit Tempo nach F5. Dann muss EG schon ganz genau gucken, wer hier das Gleichgewicht hält. Also, ich habe noch nicht alle Chats wieder hergestellt. Was ist da los? Wenn man den Computer absichtlich ausmacht, dann fragt Google einen hier nicht mal, ob ich die Fenster wieder herstellen möchte. Was ist denn da los? Wie dem auch sei, Läufer nach D3 nehmen wir weg. Hier weg. Er muss mit dem Bauern schlagen, dachte ich, aber Springer schlägt D4. Springer nach E5 mit Angriff auf den C4 eine Option sein könnte. Und ich jetzt gleich einfach einen Bauern gewinnen. Glückwunsch hier an Nore Nore übrigens, der die letzte Partie gewonnen hat, hat sich mit meiner Tochter verbündet, die hier brutalst uns den Knopf weggedrückt hat. Aber was soll man machen? Es wird häufiger gefragt nach meiner Meinung zum Damen-Gambit der Netflix-Show. Ich habe inzwischen alles gesehen, die Show beendet. Im Großen und Ganzen ist der Eindruck sehr positiv. Schach wurde respektvoll behandelt. Ich hatte die ganze Zeit Spaß beim Gucken. Ich fand die Schauspielleistung von Anya Taylor-Joy sehr, sehr stark. Und es war auch als Schachspieler ganz interessant, so ein bisschen zu versuchen zu erraten oder sich zu erinnern oder zu erkennen, welche Partie von Beth Harmon basiert vielleicht auf welcher Partie im realen Leben. Ein bisschen Fischer, ein bisschen Kasparov hat man da gesehen. Also im Großen und Ganzen kann ich es, glaube ich, ruhigen Gewissens empfehlen. Als Schachspieler ein paar Kleinigkeiten fallen einem natürlich auf. Manchmal ist der Dialog nicht so exakt. Manchmal sagen sie statt Games, Matches, also ein Kleinkram. Aber insgesamt sehr zu empfehlen. Die Handlung ist halt sehr Sports-Movie-Handlung, Aufstieg. Da wollte ich nicht hin. Nein! Glück gehabt, die Dame hätte es auch schlagen können. Das war ein sogenannter Mausslip. Aufstieg, dann Tests und dann Fall vielleicht nicht, aber hadern mit dem Leben und so weiter und so fort. Dann am Ende möchte ich natürlich nicht verraten, wie es ausgeht gegen den starken Borgov. Aber also im Großen und Ganzen, klare Empfehlung, glaube ich. Für alle Schachspieler und auch Nicht-Schachspieler kann man sich gut angucken. Das Damen-Gambit.
Der Häcksler sagt, wie können die Games nur Matches nennen? Ja, wem sagst du das? Wem sagst du das? Bruce Pandolfini, der hätte aber nochmal drüber gucken können hier. Games nennt man nicht Matches. Wenn die Frau meiner Tochter nochmal kommt, ich glaube, dass sie jetzt hier eher so schlafmäßig unterwegs ist. Bullerbaum sagt, ich dachte, die Serie wäre nach wahren Ereignissen, habe erst nach dem Finale dran gezweifelt. Aber was mich gestört hat, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch der Einzige, der sich daran aufhängt, aber die Reaktion, ich möchte es nicht zu sehr spoilern, aber die Reaktion im Finale von Borgov, dem Schachweltmeister, auf die letzte Partie gegen Beth Harmon. Das ist nicht die Reaktion, die ich so kenne von Schachweltmeistern. Also das hat mir nicht gefallen. Ich weiß, es ist eine fiktive Serie, dies, das, jenes. Aber trotzdem, es hat mich irgendwie, hat mich genervt. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen, klare Guckempfehlung. Apropos Guckempfehlung, ich weiß nicht, ob man diese Show nur auf Twitch gucken kann gerade oder schon überall, aber ich hoffe, ihr findet den Weg. Den guten Teil mit Gaststar haben wir, wie gesagt, eh schon hinter uns gebracht. Jetzt ist es hier nur das übliche Gelaber über Fernsehen, über... Gibt es sonst noch irgendwas? Irgendwas passiert die letzten Tage? Ich habe nicht so Nachrichten verfolgt. Politisch alles beim Alten, ne? Aktienmarkt hochgegangen. Corona-Fälle hochgegangen. Also, was habe ich für Themen? Das ist hier die Frage. Ich habe gestern Nacht Palm Springs gesehen zum Einschlafen. Ich habe mich über die Twitch-Abstimmung erhoben und sie ignorierte, die Twitch-Abstimmung wollte, dass ich The Trial of the Chicago 7 gucke. Ich habe die Auszählung dann gestoppt, mir Palm Springs angeguckt, den Gewinner. Und war ein guter Film. Sehr, wie sagt man, lighthearted. Kann man gut gucken. Ich werde auch noch The Trial of the Chicago 7 mir reinziehen. Aber Palm Springs, Empfehlung. Einmani LP sagt, der Chat fühlt sich einfach einsam. Was ist los bei euch? Lass uns reden. Ich habe den YouTube-Chat auch noch nicht wieder am Start, weil er ist auch immer schwer zu finden, lieber YouTube-Chat. Ne? Also ihr versteckt euch da immer sonst wo. Was für ein Datum haben wir heute? Weiß ja auch kein Mensch. Aber weil ich wissen möchte, wie es euch geht, liebe YouTuber, werde ich hier ein bisschen Zeit investieren, um mich selbst zu finden. Es hat nicht gut geklappt. Die letzten, sagen wir mal, 20 Jahre. Aber die Suche hört ja angeblich nie auf. Ich hoffe trotzdem, dass ich sie hier in den nächsten Minuten, vielleicht sogar Sekunden, beenden kann. Und jetzt habe ich mich auf jeden Fall auf YouTube wiedergefunden. Was, ja, vielen von uns, glaube ich, hin und wieder so geht. So. Christian Decker sagt, ich habe mal eine Frage zum Blind Chess. Stellst du dir das Brett immer von der weißen Seite vor, auch wenn du schwarz spielst? Nee, tatsächlich nicht. Wobei die Figuren in meinem Kopf keine wirklichen Farben oder Konturen haben. Aber wenn ich schwarz spiele, wenn ich so die Augen zumache, dann sehe ich das Brett schon von der schwarzen Seite. Also die Figuren sind nicht schwarz, aber ich sehe es schon so, wie es dann steht. Wulchemeyer sagt, also ich fühle mich nicht einsam. Meine Frage, ob deine Tochter Magnus kennt und wie sie sich verstehen, wurde noch nicht beantwortet. Sie kennen sich, wobei ich glaube, meine Tochter erinnert sich nicht mehr an Magnus. Sie war recht klein bei ihrer letzten Begegnung. Und ich glaube, Magnus hat sie Nelly Smelly genannt, wogegen sie vielleicht noch einen leichten Groll hegt. Aber vielleicht hat sie ihm auch verziehen, werden wir gleich ausdiskutieren. Also auf jeden Fall sind sie sich begegnet. Kennen ist jetzt vielleicht übertrieben. Instagrammer sagt, YouTube wird sich auf Dauer eh nicht durchsetzen, bin mir relativ sicher. Ja, dieser neumodische Quatsch, ich weiß auch nicht, man da jeden Trend unbedingt immer mitgehen muss. YouTube, was kommt als nächstes? Ja, OnlyFans.
Man kann da auch nicht auf jeden Zug aufspringen, ne? Oh, das ist echt mal kalter Kaffee. Eimani LP sagt, haha, aber Magnus kann doch kein Deutsch, oder? Ich weiß nicht, ob du eben nicht aufgepasst hast. Ja, aber meine Tochter kann sowas von Norwegisch. Wahrscheinlich besser als Deutsch, weil ich selten mit ihr rede natürlich. Und die Mama eher Norwegerin ist. Wobei, ehrlich gesagt, glaube ich, kann sie eine Idee besser Deutsch, womit ich aber nichts zu tun habe, sondern der Fakt, dass wir in Deutschland leben und sie hier in den Kindergarten geht. So, was ist hier los gegen... Ah, ich habe eine Minute. Okay, dann muss ich erstmal wieder Gas geben. Gegen Kapital Murphy. Morphy. Ich sage immer Murphy statt Morphy. Wahrscheinlich, weil ich zu viel Entourage geguckt habe und immer bei allem an die Murphy Group denke. Hier, komm, gib her den Ball. Hier ist kein Mattsportsfreund. Sprecher E8 war ein bisschen komischer Zug, das gebe ich zu. Vollkommen sinnloser Zug, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber irgendwas ist ja immer. Immerhin deckt er hier das Matt. So, jetzt erstmal hier konsolidieren oder konzentrieren, wie meine Tochter sagen würde. Und dann gehen wir langsam aber sicher zum Gegenangriff über. Und mit Gegenangriff meine ich irgendwelche Bauern schlagen. Aber erstmal muss ich hier ein bisschen auf Safety spielen. Sprecher 7, damit Sprecher nach D5 mich nicht zu sehr nervt. Ich habe nur noch 42 Sekunden, muss also ein bisschen das Tempo hochhalten. Aber da Kapital Morphy sich auch etwas Zeit nimmt. Scheint das hier noch alles im Lot zu sein. Trotzdem schreit der 5er, kommt den immer weg. Jetzt kommt das andere Pferdchen wieder und jetzt wird es höchste Zeit, hier auch mal einen Bauern wegzuholen. Jetzt beginnt doch meine Lieblingsphase der Partie, das große Bauernschlagen. Ja, ja, ja. Na, da hat am Ende das Tempo doch noch gereicht. Malte Malteser fragt, ist Jan der Ari Gold unter den Schachspielern oder eher Drama? Mein Traum ist es immer noch, Turtle zu sein. Drama hat mehr mentale Probleme als ich im wahren Leben. Das wäre mir gleich zu anstrengend. Ari Gold hat einfach zu viel zu tun. Ist mir auch zu anstrengend. Also ich will Turtle sein. Und eher so Turtle Season 1 und 2. Der Chiller-Turtle, nicht hier. Der Business Turtle aus den späteren Seasons. Das ist mein Plan. So. Wie spät was? Ah, wir haben ja noch ganz schön viel Sendung vor uns, ne? Ein Träumchen. Dann spielen wir doch hier gegen Dundibar. Eragon 812 sagt: Ist schon bekannt, ob sich Florentin beim nächsten Lach- und Schachgeschichten als Partner zur Verfügung stellt. Florentin ist natürlich absoluter Traumgast und immer willkommen. Ich befürchte, ich weiß gar nicht, die nächste Sendung ist wahrscheinlich nächsten Mittwoch, dass er da nicht in Hamburg City ist. Ich habe noch nicht ihn genug gestalkt, um seinen Aufenthalt immer zu wissen. Aber ich bin morgen in den heiligen Rocket Beans Hallen. Ich werde tun, was ich kann, um einen Gast aufzutreiben, denn ihr merkt es ja selber, mich nur selber voll zu labern, ist nicht so leicht. Und Lach- und Schachgeschichten lebt, glaube ich, auch von den Gästen. Dem ist er nicht von den Gästen.
Simon, Simon sagt, wie kann ich hier in den Chat schreiben? Du machst das ganz ausgezeichnet, Simon, Simon. So, kann ich hier schlagen? Normalerweise funktioniert das. Ach komm, mach mal einfach. Harry Baller sagt, wo kann man in Hamburg Schachfiguren Bretter kaufen? Ich kenne einen kleinen, sehr gemütlichen, ja, Tante-Emma-Laden, Amazon.de, da kaufe ich immer. Ansonsten weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Professor Gape sagt, wie stehst du dazu, dass deine Tochter eine sesshaftere Kindheit als du sie hattest haben wird? Das wollen wir mal sehen, ob es hier nicht bald auf Weltreise geht. Ansonsten... Es ist, wie es ist. Ich hoffe, sie ist glücklich. Wo? Ist er gleich relativ lax. Ich 83 sage, bestes 1-2-Album. Was ist das für eine Frage? Gefährliches Halbwissen ist wahrscheinlich mein liebstes Hip-Hop-Album aller Zeiten. Was natürlich auch mit der Zeit was zu tun hat, aber ganz klar gefährliches Halbwissen. So, vielen Dank für die Partie. Dann die Bar hier, da. Ein typischer Trick, wenn man zu früh Springer nach D7 spielt in dieser Stellung, dass dieses Läufer schlägt F7-Thema, wäre gleich auch sofort gegangen. Einen hier relativ gemein ärgern kann. Hier wusste ich nicht genau, ob das so toll ist. Deshalb erstmal E5. Und dieser Einschlag ist hier schon entscheidend. Wenn der König nach E8 zurück ginge, gewinnt Springer nach E6 die Dame. Und nach König G8 kam hier das Matt in Bilde. Denn das hier wäre schon Schachmatt. Also, haben wir was draus gelernt, dann die Bar. Machst du nicht wieder. So, spielen wir hier gegen unseren französischen Freund. Picsou 73. Picsou, bist du da? Los geht das, Picsou. Ah, Königsindisch. Ich spiele meinen Stiefel, du spielst deinen Stiefel und dann vergleichen wir Stiefel. Diese Variante, das sogenannte Gligoritsch-System, habe ich schon auch schon tausendmal gespielt in diesen Shows, gilt als besser für Weiß nach Springer nach C6. Denn Weiß hat ihn noch nicht rochiert, wodurch der typische schwarze Bauernsturm nicht ganz so furchteinflößend sein sollte, weil da noch kein König steht zum Angreifen, während mein Vormarsch hier relativ schnell kommt am Damenflügel C5, Springer nach C4 und so weiter und so fort. Aber natürlich geht es gerade erst los. A5 ist eine gute Idee, vielleicht B5 spielen sollen. Nicht groß nachgedacht, denn jetzt kann er eventuell schlagen und dann am Ende was nach G4 stellen. Nach F4 Läufer F2, glaube ich, dass diese Wettrennen den Weißspieler doch bevorteilen. Zumal, wie gesagt, der König noch nicht auf G1 steht, daher kein wirkliches Angriffsziel ist. Dasher fragt, war das spontan der Auftritt deiner Tochter? Ich habe sie jetzt nicht gefragt, ob sie Zeit hat, in die Sendung zu kommen. Aber manchmal ergibt es sich also mit zwei Kindern hier zu Hause, dass sie da auch schwer zu stoppen ist, wie ihr gesehen habt. Auch sehr, sehr souverän vor der Kamera. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich habe kein so doll schlechtes Gewissen, aber ein bisschen komisch ist es natürlich, weil sie ja nicht wirklich weiß, dass ihr jetzt hunderte von Menschen zugucken. Andererseits, ja, ich glaube, man kann es auch nicht künstlich von ihr fernhalten, weil ich halt relativ viel Zeit hier im Keller verbringe vor irgendwelchen Kameras. Ich weiß nicht, finde ich ein schwieriges Thema, auch so mit Bildern auf Instagram, Twitter. Ich habe ab und zu welche, ich versuche es nicht ständig zu machen, also jetzt, um die Leute nicht zu nerven, auch um, ja, nicht zu sehr meine Kinder zur Schau zu stellen, aber sie von allem fernzuhalten. Wäre auch schwierig. Ich weiß es nicht, wie man es macht. Vincent fragt, wie fandst du eigentlich ASD? Hatte ich nie so den Zugang zu. Also ich hatte das Album damals und ich fand ein paar Sachen ganz cool, aber hat mich nie so abgeholt. ASD ist das Musikprojekt von Afrop und Sammy Deluxe.
So, Dame nach C7 greift den Springer hier an. Er könnte G3 spielen, um das Ganze ein bisschen zu verkomplizieren. Aber auch das sollte mir, glaube ich, nicht so viel Angst machen. Läufer D7, dann bleibe ich, glaube ich, bei meinem Leisten hier und schlage mal wieder ein paar Bauern. Springer Stich G4 ging nicht wegen H3, deshalb muss die Dame weichen. Und ich behalte ihn erstmal, komm. Jetzt gleich Pferdchen nach F5. Das wäre im Moment noch vielleicht irgendwie Turm C8 zulassen, aber sollte alles im grünen Bereich sein hier gegen Bixo. Ein Joke Salad muss kurz einkaufen gehen, das tut mir leid. Könnte nochmal jemand auf diesen schönen leuchtenden Knopf drücken? Nee. Jetzt ist es alles wieder unter Kontrolle hier. H5, so viele Möglichkeiten. Komm, machen wir ein bisschen Action. Das ist auch nicht so viel Action, ne? Ach komm, machen wir doch keine Action. Kein bisschen Spaß muss sein. Wie viel Schach sind das hier? Ich hoffe nur eins. Es gar keinen Schach gibt. Dann nicht, dann nicht. Es war ein Angebot von mir, diesen Turm in Schach zu schlagen. Wenn du das ausschlägst, kann ich da nichts tun. Und Pixu 37 gibt sich geschlagen. Vielen Dank für die Partie. Schneekin fragt, spielst du auch RTS? Was? Ich weiß nicht mal, was RTS heißt. Real-Time Strategy? Macht Sinn, ne? Wie Warcraft, Starcraft, AOE, Age of Empires 2? Wenn ja, siehst du Parallelen zum Schach? Ich habe, wie du vielleicht schon siehst, an dem Rätseln, was die Begriffe heißen, nicht viel Ahnung. Ich habe ein bisschen Warcraft gespielt, ich glaube Warcraft 3, so vor gefühlt 15 Jahren. Irgendwas mit World of Warcraft auch. Nicht übermäßige Parallelen zum Schach. Mein Problem war, wie auch im Schach, dass ich strategisch und im Spielaufbau relativ gut war, aber dann im Infight, meistens trotz überlegenen Spielaufbaus, nicht so ganz die Reflexe hatte, nicht so ganz die Rechengeschwindigkeit, nicht so ganz die Anschläge pro Minute. Also, ich glaube, die Parallelen halten sich in Grenzen, aber man kann sie bestimmt zu allem finden, wenn man sie dann sucht. Blitzbeerenseite, ich esse gerade schön Chili con Carne. Und bei Butterbaum gibt es Ravioli. Ich hätte auch Lust auf Chili con Carne. Ich glaube, ich habe sogar... Ich habe auf jeden Fall Bohnen. Ich hatte ja früher nicht viel. Ich hatte eine sehr schwere Kindheit. Aber wir hatten Bohnen. Also Bohnen habe ich. Kidneybohnen. Ich habe Hackfleisch. Was brauchen wir noch? Ich habe... Wahrscheinlich habe ich Chili. Ich glaube, ich habe sogar Reis, wenn man dann Reis möchte. Es gibt Reis, Baby. Knoblauch, Zwiebeln. Ich vermute auch, dass ich irgendwo noch ein Knorr oder Maggi oder irgendwas fix für Chili con Carne habe, die faule Variante. Vielleicht bin ich auch gleich Chili-mäßig unterwegs. Irgendwas mit Tomaten. Mais habe ich auch. Ich habe auch passierte Tomaten. Passiert. Also müsste alles gehen, müsste alles gehen. Bau nach E3. Kann man das alles so spielen, wie Isfur das hier spielt? Oder kann ich es irgendwie bestrafen? Dame A5 Schach oder so. Ist das zu optimistisch? Ach komm, ich gebe erstmal Schach auf, doof. Dann mach du dir Gedanken drüber, Isfur, ob das gut oder schlecht ist. D2 ist wahrscheinlich richtig. Ich muss hier Figuren rausziehen. Ja, muss ich nicht. Was mache ich? Isti schlägt den Bauern. Ich ziehe weiter Figuren raus. Dann gucken wir mal. Mathe 17 oder 8 Fragen. Welches Land würdest du gerne mal reisen, in dem du noch nicht warst? Ich war noch nie in Latino-, Mittel-, Südamerika. Und ja, gibt viele Länder, die mich da
interessieren würden tatsächlich. Gar nicht so ein bestimmtes. Ich stelle mir Argentinien ganz cool vor. Buenos Aires ist, glaube ich, eine coole Stadt. Costa Rica, habe ich schon drüber gesprochen, reizt mich irgendwie. Aber die ganze Ecke Mexiko würde ich auch gerne mal hin. Also, ja, das interessiert mich. Also, ich war auch noch nie irgendwo in Afrika. Ich weiß gar nicht, ob ich da ein konkretes Ziel habe, aber würde ich auch mal sehr spannend finden. Also, ja, ich bin nicht so weit rumgekommen mit Schach. Ziemlich weit in Europa, in Amiland war ich relativ viel und die letzten Jahre bin ich natürlich viel in Thailand hier beim Thailand Open. Aber ganz große Teile der Welt habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Und ja, ich denke, weil ich ja auch Spanisch spreche, dass Latinoamerika da relativ weit oben auf der Liste ist. Japan, hey, auch Bock drauf. Japan war ich auch noch nie. Obwohl ich ziemlich großer Student, na, großer Student ist übertrieben, aber Student der japanischen Kultur bin. Ich habe jede Folge Terrace House gesehen. Eine sehr, sehr gute japanische Scripted, angeblich ja nicht Scripted, ja, machen wir 6 vor, ist schon ziemlich Scripted. Half-Scripted Reality Show, die in der letzten Staffel ein sehr tragisches Ende hatte durch den Selbstmord von Hana Kimura, einer der Protagonistinnen. Wie dem auch sei, ich bin ein Freund der japanischen Kultur, nach dem, was ich da gesehen habe, was natürlich nicht das wahre Leben ist. Aber Japan würde ich auch sehr spannend finden. Die Welt ist so groß, es gibt so viel zu sehen da draußen tatsächlich. So, jetzt setz mich hier nicht matt, Eastwood. Da kann ich ja gar nicht drauf, wenn man mich auf einmal matt setzt hier. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, ne? G5 hier eines Tages mal, um die Läufer abzugreifen. Ja, nicht mit Turm C3 gerechnet, da der geht nach G6. Also machen wir es jetzt. Klassische Tschüss-Läufer-Situation. Und Eastwood gibt sich geschlagen. Vielen Dank für die Partie. Er scheint bestimmt mal schlecht. Jawohl, hier. Das sah schon sehr, sehr gefährlich aus. Keine Ahnung, Dame H5 oder was auch immer. Ja, es sieht sehr mattig aus. Turm G3. Aber ist noch mal gut gegangen. Wer Gefahr, ob man als Schachspieler immer Rochade macht? Nicht immer, ich habe keine Statistik drüber. Ich würde denken, in vielleicht 90% der Fälle rochiert man kurz, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht 80. Ich bin ja auch sehr feiger Spieler, ich bringe meinen König sowieso immer gerne in Sicherheit. Heutzutage ist es natürlich auch angesagter denn je, mit den Randbauern schnell vorzupreschen, wo manchmal dazu gehört, auch nicht immer, dann nicht zu rochieren. Also ich habe keine Daten. Ich würde denken, dass in 90% meiner Partien rochiert wird. Gibt natürlich ein paar Eröffnungen, wie die Berliner Mauer, die schon eingebaut haben, dass man auf die Rochade verzichtet und häufig dann gleich in irgendein Endspiel geht. Aber es sind die Ausnahmen. So. Weiter geht das hier gegen Ora Industries. Komm, spielen wir E4, E5 hier. Chessable.com/Jan. Da gibt es einen ganz, ganz tollen E4, E5-Kurs für die ganze Familie. In der spannende Varianten, wie diese im Detail studiert werden. Kannst du sie alles auswendig, Ora, oder was? Ich erinnere mich nur so mittelgut. Gebe ich offen zu. Das hier ist, glaube ich, alles in meinem Kurs. C3 ist, glaube ich, nicht in meinem Kurs. Da stellt sich natürlich die Frage, warum nicht? Der Springer möchte nach. Wie heißt das Feld? D4. Was kann ich dagegen tun? C5 spielen vielleicht?
schwächt natürlich ein bisschen mein eigenes Fetsche hier. Ja, Springer F4, wahrscheinlich besser als C5. Das ist komisch jetzt so. Naja, irgendwas, ja. Na komm, machen wir jetzt Springer F4. Besser spät als nie. Hier schlägt, schlage ich hier. Das sollte gut für mich ausgehen. Also sollte der Läufer wahrscheinlich weg nach F1. So geschieht es auch. Jetzt muss ich mich ja doch mal um den dämlichen Springer hier kümmern. Also ne, ich habe es nicht gut gespielt. Aber irgendwas ist ja noch. Bau nach D4. Das hätte ich so nicht zulassen sollen, glaube ich. Naja, was willst du machen? Oh, ich stehe einfach schlecht jetzt, ne? Keine gute Stellung, da habe ich mich irgendwie verknotet hier. C5 und dann Springer F4 war auch echt eine dämliche Sequenz. Na gut. Nase zu und durch. Dame D7. Was ist das für ein Zug? Turm 7, Turm E8, Schach, oder was hast du vor? Okay, ich gehe 7. Mal gucken. Er überlegt, wahrscheinlich Dame E6. Was soll ich euch sagen? Ich stehe nicht gut. Aber ich werde kämpfen. Lass dir Zeit. Hast du noch mehr Zeit? Herr Erich sagt, wie wäre es mit einer Schach-Travel-Show around the world? Ja, 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 ist ja ein langfristiges, schweres Wort. Ziel von mir, Travel-Blogger zu werden. Ja, vielleicht so ein bisschen Anthony Bourdain, Rest in Peace-mäßig, dass ich so in, wenn die Welt wieder aufmacht. Sagen wir Vietnam. Bisschen was Ess. Bisschen ein Wegschach. Ich denke, okay, die Quote wird nicht da sein, aber Spaß wird es auf jeden Fall machen. Bullerbaum wird es gucken. Okay, dann haben wir schon mal einstellige Zuschauerzahlen. Aber ich finde es auch ein gutes Konzept. Also nicht so gut wie meine anderen Showkonzepte. Farmageddon und der Schachler, aber die hatten ja auch ihre rechtlichen und ethischen Hürden. Also vielleicht so eine Schach-Travel-Show da sogar die sicherste Wette, die wir machen können. So, wie stehe ich? Wahrscheinlich immer noch schlecht. Aber es ist auch immer noch nicht vorbei. Pawn F3. Nee, komm. Das erlaubt Turm E5. Das war schon wieder schlecht gespielt. Ich habe auch die Schwäche, eine meiner Schwächen ist gleich, dass ich häufig sehr, sehr schlecht spiele. Ich habe nicht viele Schwächen, aber die gehört tatsächlich dazu. Jetzt Springer F3, droht immerhin Läufer schlicht F3. Machen wir ein bisschen Druck hier auf Ora Industries. Lurchoser, bist du ein richtiger Feinschmecker? Nicht wirklich, ich bin kein Foodie. Also ich mache gutes Essen, aber ich bin keiner, der jetzt aktiv danach sucht, glaube ich. Macht das Sinn? Nein, ihr wisst, wie ich meine. So, Bauer nach F3 ist ein bisschen gemein jetzt für Ora, denn er kann oder sie nicht schlagen, wegen Turm G1 Schachmatt. Und wenn der Turm weggeht, dann habe ich es ja doch geschafft, hier noch durchzubrechen.
Also Glück im Pech, wie man sagt. Jetzt scheint es wieder zu laufen hier. Traumafer hat die gleiche Schachschwäche wie ich, das Schlechtspielen. Ist auch schwer abzustellen, ist so meine Erfahrung. Also, wenn ich die noch in den Griff kriegen würde, würde das echt ganz anders aussehen. Auch hier Turm schlägt G2, ohne drüber nachgedacht zu haben. Auch schon wieder sehr, sehr fragwürdig. So, jetzt mal kurz nachdenken. Ich kann hier einen Schach geben, dann da einen Schach und dann auf das Beste hoffen. Wahrscheinlich übersehe ich Matt in zwei Zügen, aber... Wobei, das Thema habe ich doch gerade gelernt hier aus der Morphy-Partie. Paulsen gegen Morphy. Das Muster kennen wir doch. Und Schachmatt gegen Ora Industrie. Vielen Dank für die Partie. So, wie spät haben wir es? Eine Partie schauen wir noch. Habe ich denn hier Frischfleisch am Start? Haben wir Neidorf Master. Der feine Herr Neidorf Master. Na komm, dann zeig mal. Ist das ein Grischuk-Bild? Das sieht aus wie ein Grischuk-Bild, ja. Wer der Neidorf Master ist, das wollen wir natürlich sehen. Was kann ich denn machen gegen Neidorf? Ach komm, H3, so spielen die coolen Leute. Die werden schon wissen, warum sie das machen. Um hier G4 vorzubereiten. E5, einer der Hauptzüge heutzutage. Kann man sowohl Springer E2 als auch Springer B3 gut spielen. Läufer E6, jetzt bei aus dem Buch. G4, D5 vermute ich, also vielleicht erstmal F4. Weiß ich nicht, hier käme ich nicht mehr aus. Läufer G5 kam sicher auch in Frage. Mal gucken, wie der Master das handelt. Heike 12 sagt, Jan ignoriert uns. Nein, nur dich, Heike. Sonst rede ich doch hier mit allen die ganze Zeit. Läufer nach E7. Kann ich bei einer F5 spielen? Oder erst G4? Ich weiß es nicht. Hat Fischer nicht immer so gespielt? F5 mir ist... Ich spiele erstmal G4. Komm hier auf doof. G4 sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ne? Erlaubt hier Schachs. Ich sollte doch schnell versuchen zu stabilisieren. F5, Springer nach G3. Bohane Kramer fragt, ob Leute manchmal mit mir Schach spielen wollen. Selten. Ich habe ja den Nachbarsjungen erfolgreich abgewimmelt. Über die Jahre. Ganz liebe Grüße. Ich habe bestimmt bald Zeit für eine schöne Schachpartie. Aber es passiert selten. Und ich spiele ja auch gerne Schach. So, Erich Pani, wie alt bist du? 12 oder was? Küssen, Kerlchen. Springer F nach D7. Ich möchte einen Schach geben. Ist gar nicht blöd gespielt vom Knight of Master. Ich überlege, ob ich hier mit dem König durch die Gegend latschen kann. So F5, Läufer A4, König D2. Aber ist wahrscheinlich zu verrückt, ne? Ist, glaube ich, zu verrückt. Mir fällt nichts Schlaues ein. Also mache ich was Dummes. Ich weiß es echt nicht.
schlägt Springer 4, Läufer G5, Springer 6, Läufer H4, Zwischenschach. Ist ein bisschen lästig. Deshalb muss ich hier improvisieren. Ihr seht schon, es läuft nicht gut, wenn ich mich auf diese scharfen E4-Varianten einlasse. Das hier sieht sehr, sehr wackelig aus für mich. Aber immer selber. Springer nach D4 oder F4? Komm, gehen wir hier auf doof. Muss ich ihn wegnehmen? Das droht F2 Schach. Ist ein bisschen nervig. Springer schlägt F3 ist natürlich eine Selbstfesselung. Macht man jetzt auch nicht so gerne. Hier komm, ich spiele es mal mutig. König auf die Dörfer. So, wenn jetzt nicht gleich matt gesetzt werde, stehe ich wenigstens positionell ganz vielversprechend. Aber die gleich matt gesetzt werde Gefahr besteht natürlich noch. Ich will Turm G1 und dann Bauern F6 spielen. Irgendeine Reihenfolge. Yaki Masala sagt, wie viel Prozent meiner Geburtstagsgeschenke auf Schach bezogen waren. Heutzutage nicht mehr so viel, hauptsächlich weil ich keine Geburtstagsgeschenke mehr kriege. Früher hatte ich ab und zu mal so das gut gemeinte. Hier, ich habe einen Thriller, ein Buch mit Schachcontent im Buchladen gesehen und so. Aber ist ja immer nett gemeint, hat mich nie gestört. So, Läufer E3. Dame schlägt B2, F schlägt E und dann sind wir weiter. Das hier ist, glaube ich, nur ein Schach. Turm E8, jetzt kann ich sogar meinen ganzen Kram behalten, oder? Läufer D3. Muss man auch aufpassen natürlich mit dem exponierten König. Aber ich stand schon schlechter in dieser Partie. Sinustern Junkie stellt eine interessante Frage. Was sind deine Lieblings-Heist-Movies? Hast du sie gesehen? Hast du Tipps? Ich mag irgendwie Baby Driver. Ich weiß gar nicht genau warum. Ist kein besonders guter Heist-Movie, aber irgendwie mag ich die Atmosphäre. Ansonsten, ja, was sind die Klassiker? Ocean's 11 und so weiter natürlich, ne? Fällt mir irgendein besonderer ein. Italian Job finde ich ganz okay. Aber ich habe keinen tollen Geheimtipp, glaube ich. Interessante Frage, habe ich nie drüber nachgedacht. Spontan fällt mir nichts Brillantes ein. Sorry. Hans Lorenz sagt, hallo Jan, lieber Jan, oh, danke schön. Welche Farbe hat dein Lieblingshemd? Ich habe dieses Polohemd neu hier. Ich glaube, die Farbe hat Potenzial. Bin noch nicht vollkommen sicher, aber ich glaube, oh, was mache ich denn? Kaum rede ich über mein wunderschönes Polohemd, lasse ich mir alle Bauern hier wegschlagen. Das war nicht ideal. Ich glaube sonst normalerweise, ich bin sehr langweilig, weiß oder dunkelblau. Ich habe kein sehr großes Farbspektrum, wie man, ja, wie im Schach, schwarz oder weiß, weil selten schwarz. Aber ich glaube, hellblau, da geht was. Babyblau ist vielleicht doch meine Farbe. Ich hatte mal eine Babyblau-Phase, die in England abgebrochen, aber vielleicht kommt sie zurück. So, kann ich hier irgendwie matt setzen oder so? Wahrscheinlich nicht. Ja. Ich sollte immer noch gut stehen, trotz der etwas unaufmerksamen Partieanlage vorher. Dank meines Freibauern und des recht unsicheren schwarzen Königs. Aber es ist natürlich nicht ganz nach Plan gelaufen. Hier war mein Plan, Läufer G7 Schach. Das bringt wahrscheinlich gar nicht so viel nach König H5. Ne? Wenn wir ganz ehrlich sind, bringt es wahrscheinlich nicht so viel. Ja, da hat es ja einen Schach, hatte ich mehr Angst vor. So, wie laufen wir jetzt weg? Wahrscheinlich hier. Das war natürlich ein ungünstiges Schach für Knight of Master. 1, 2, 3. Kuna sagt, hey, ich habe dich über Rocket Beans das erste Mal gesehen. Hast mich überzeugt. Entschuldigung. Selbst mit Schach anzufangen. Das freut mich, das freut mich. Also, es tut mir ein bisschen leid für dich, wenn du jetzt hier viel Zeit
mit Schach. Verlierst aber grundsätzlich, freut es mich natürlich, viel Erfolg wünsche ich. Und das war es, glaube ich, auch schon mit unserer heutigen Show. Habe ich irgendwas zu bewerben? Ich glaube nicht. Was mache ich so die Tage? Ich mache am Wochenende ist Sonntag. Wahrscheinlich wieder Coverage von diesem Speed Chess Championship mit unserem lieben alten Freund Rustam Kasimchanov auf Englisch. Ich glaube, Samstag gibt es einen Banter Blitz. Dann nächste Woche müssen wir noch mal abchecken. Aber könnte es sein, dass schon wieder das nächste Zugzwang-Turnier auf Rocket Beans startet. Noch nicht ganz offiziell, aber wer weiß, ob da nicht nächsten Donnerstag schon wieder was losgeht. Ich glaube, nächsten Mittwoch ist auch die nächste Lach- und Schachgeschichten-Show. Machen wir uns nichts vor. Ist der gleiche Lachs wie hier. Aber ich werde mir Mühe geben, da noch einen Gast in die Sendung zu zerren. Ansonsten natürlich chess24.com, eine wunderschöne Seite. chessable.com, eine wunderschöne Seite. Play Magnus, eine wunderschöne App. Es gibt so viel wunderschöne Schachzeitvertreibe da draußen, dass man manchmal kaum zum Netflix gucken kommt. Habt ihr einen Filmtipp? Was soll ich gucken? Ich weiß gar nicht, Zeit habe ich. Ich habe wie immer zu tun, aber vielleicht gucke ich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Die kleine Verspätung. Wir waren es nicht. Oder Sonja? Nee, wir waren es nicht, aber wir haben natürlich ganz gespannt gelauscht, was Jan noch zu sagen hatte. Ja. Ja, genau. Also herzlich willkommen an alle lieben Schachfreunde und Schachfreundinnen. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Und ich habe mir direkt den ersten Gegner rausgesucht. Ja. So, ich werde mal dafür sorgen, dass man uns gut sieht. Könnt ihr uns hören? Ist mit der Technik alles okay und sowas? Ja, im Vorfeld hatten wir leichte Probleme mit der Stimme quasi. Mein Mikro hat ein bisschen gehangen, aber wir hoffen, ihr könnt uns gut hören. Genau, und wir hatten ja Zeit, um das zu fixen. Was ist hier mit nicht gemachten Betten? Wen stört ein nicht gemachtes Bett? Ich kann dem Chat schon jetzt nicht folgen. Wir sind seit 10 Sekunden online und ich weiß schon jetzt nicht, worüber ihr redet. So. Falls ihr den Chat lest, man kann euch weder sehen noch hören. Ah, das ist natürlich nicht so gut. Das ist schwach. Ich weiß auch warum. Ich kümmere mich drum. Also okay. Das können ja die bei YouTube jetzt nicht sehen oder hören. Okay, ich spiele einfach so lange weiter. So. Okay. So. Was genau will ich hier eigentlich?